Hallo und herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Tipps und Tricks. Das Thema diesmal: Clips rückwärts rendern mit Geschwindigkeitsänderungen und der Filter Deckkraft unter Einsatz von Schlüsselbildern, also Keyframes. Viel Spaß! Wir öffnen Shotcut für ein neues Projekt. Und in meinen Grundlagen wirst du schon wahrscheinlich gesehen haben, dass es wichtig ist, als allererstes zu wissen, was die Quelle ist. Meine Quelle, die ich gleich hineinzufügen werde, ist in der Größe, na, wo bist du denn? Da. 1920 x 1080er Auflösung mit einer 50er Framerate. Die werde ich natürlich jetzt hier einstellen und zur Sicherheit nochmal gucken unter Exportieren, ein bisschen kleiner machen. Erweitert, dann wird auch hier auch gleichzeitig hier automatisch 50 Frames in dem erweiterten Exportmodus hineingefügt. Kommen wir nun zu meiner Quelle, die schiebe ich mal eben hier rein. Da seht ihr, wenn ich zum Beispiel hier auf Eigenschaften gehe, auf dem Reiter Eigenschaften, dann sehe ich hier auch die Auflösung und die Framerate und das Farbformat. Da ich Außenaufnahme mit einem digitalen Aufnahmegerät mache und hier seht ihr, dass ich so ein kleines Lavalier-Mikrofon hier vorne dran habe, mache ich zuvor für die Synchronisation, für die Audiospur ein Clap. Kennt ihr wahrscheinlich von den Kameraklappen. Achso. Und diese kleine Szene möchte ich ganz gerne schneiden, rückwärts spielen und das Ganze wiederholen. Dazu gehe ich auf die Wiedergabeliste, ziehe mir sozusagen die Quelle hier unten rein. Dann habe ich schon mal zum allerersten Mal hier eine Videospur generiert. Und jetzt kommt das Feintuning. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Achso. Jetzt suche ich mir das Ende aus sozusagen. Und zwar an der Stelle, wo ungefähr die Hände hier sind. Mache einen Rechtsklick, sage an Abspielposition trennen. Gehe wieder ganz nach vorne, um auch hier ein bisschen Feintuning zu machen. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass die Hände oben beginnen. So, mal gucken, ob mein Konterfei so einigermaßen freundlich aussieht. Auch hier, na, ich gehe nochmal hier ein bisschen hoch. Genau. Mach hier auch einen Rechtsklick an Abspielposition trennen. Mach einen Rechtsklick hier vorne hin. Und ihr seht, ich habe hier die beiden Knöpfe aktiviert. Das heißt, dass alles wieder nach vorne zusammen hinrutscht. Jetzt bietet Shotcut eine Reverse, eine Rückwärtsfunktion an, und zwar unter dem Namen Eigenschaften. Ich muss natürlich den entsprechenden Clip markiert haben. Und hier ist dieser Umkehren-Button. Das heißt also Reverse, Rückwärts, und hier bei Shotcut heißt es Umkehren. Da klicke ich dann einmal drauf und ich kann auswählen zwischen drei verschiedenen Qualitätsstufen. Die werden hier unten angezeigt, mit welchem Film und welchem Audio-Codec die generiert oder komprimiert werden. Am besten, das ist natürlich sehr, sehr verlustfrei, ist aber der Nachteil, dass man eine sehr, sehr hohe Gigabyte-Datei bekommt, je nachdem, wie groß der Ausschnitt ist. Ich würde besser empfehlen. Drücke auf OK und dann zeigt er mir dann einen Pfad an oder ihr geht auf den Pfad, wo ihr euer Projekt habt. Und ich habe hier schon Clap umgekehrt benannt. Das habe ich zu Testzwecken schon mal hier abgespeichert. Gehe auf Speichern. Na klar, wir wollen es ja überschreiben. Und hier rechts oben seht ihr, dass diese paar Frames schnell berechnet werden. Und es wird auch gleichzeitig schon mal unser Rückwärtsfilmchen abgespielt. In der Wiedergabeliste hat sich auch was getan. Und zwar ist zusätzlich unser kleiner Rückwärtsclip hier in die Liste mit dazugekommen. Wir verschieben jetzt mal den Rest von der Originalspur ein bisschen nach rechts und gucken uns dann halt eben an, wie sich das verhält, indem wir mal doppelt klicken auf Clap umgekehrt, es hier reinziehen. Wichtig ist, dass der Snap
die Snap-Funktion, die Einrastfunktion eingeschaltet ist. Dann gucken wir mal, was so passiert. Okay. Das ist ziemlich langweilig. Ich möchte das Ganze wiederholen mehrfach. Und das werde ich dann auch machen. Ich werde mal an die letzte Position gehen. Dann nehme ich die Vorwärtsversion, klicke den ersten Clip an, sage Steuerung kopieren und dann halte ich Steuerung gedrückt und füge mit Steuerung V wieder ein. Das mache ich mehrmals hintereinander. Warum ich das mache, wird sich wahrscheinlich einer fragen oder so mancher fragen. Das vereinfacht mir folgende Arbeit. Wenn ich hier nochmal, ach, lass was mal hier auf diese Anzahl. Wenn ich nämlich hier hingehe und kopiere dann den Rückwärtsclip, positioniere meinen Cursor exaktement wieder nach dem ersten Vorwärtsclip und drücke dann V, gehe hier drauf und überspringe den Vorwärtsclip jeweils und füge dann ein, dann erleichtert mir das die Arbeit ungemein. Jawohl, das ist es bis jetzt. Ja, da hampelt er rum. Wenn wir uns das mal angucken, das kann natürlich sein, dass es ein bisschen hakelig wird. Dann sieht das noch reichlich statisch aus. Und nicht vergessen, das Abspeichern. Wir speichern unser Projekt natürlich hin und wir sagen mal Reverse. Bounce. Mit dem Stichwort Bounce komme ich jetzt auf den Bouncing-Effekt. Das möchte ich nämlich so machen, dass die Reihe der Clips immer schneller wird. Das heißt, wir werden die Geschwindigkeiten verändern. Dazu begrüße ich das mal ein bisschen. Gehe dann wieder an die erste Stelle und klicke den ersten Clip an, gehe auf Eigenschaften und wir sehen hier, dass die Geschwindigkeit die normale 1 ist und ich möchte sie später für die weiteren verdoppeln. Nehmen wir mal die dritte und die möchte ich ganz gerne doppelt so schnell haben. Dann gebe ich eine 2 ein, drücke Enter und jetzt entsteht hier eine Lücke, obwohl wir hier Ripple-Bearbeitung über alle Spuren aktiviert haben. Das funktioniert noch so nicht oder soll auch nicht so funktionieren, müssen wir halt eben händisch machen. Das Ganze machen wir mit dem Rückwärtsclip genauso. Und wie schon gesagt, mit den folgenden Clips mache ich das so, dass ich dann erstmal immer dann um einen Faktor vergrößere. Also jetzt dreimal mache ich dann hier auch. Ich stopp. Die schon falsche Taste gedrückt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir immer noch zweimal. Ein Problem. Dreimal. So, jetzt haben wir hier zweimal. Richtig. Hier haben wir dreimal. Hier haben wir dreimal. Entfernen wir hier die Lücken. Rechtsklick. Und das mache ich bei den folgenden auch. Und das mache ich exponentiell, damit das so ein bisschen sich anhört, als würde ein Tischtennisball auf einer Tischtennisplatte prallen. Also ein Bounce-Effekt. So sieht das aus, nachdem ich alle Geschwindigkeiten so ein bisschen exponentiell vergrößert habe. Wenn ich jetzt, oder wenn ihr dann vergrößern sollt hier die Spuren, dann kann es durchaus sein, dass hier plötzlich mal so ein schmales oder ein breites ist. Wir gucken mal hier auf die Geschwindigkeit, das muss nämlich überhaupt nichts bedeuten optisch, weil die beiden sind genau in der Geschwindigkeit gleich und es wird auch so verarbeitet später. Wenn ich das jetzt hier im Video-Vorschau-Modus-Fenster abspielen lassen würde, dann würde da nichts bei rumkommen. Weil das ist zum Schluss, seht ihr, sehr hakelig und bringt so nichts. Deswegen sollten wir mal voraus exportieren. Wir haben 50 Frames per Second. Ach ja, dann noch eine kleine Info. Wenn ihr nämlich über 25 Geschwindigkeit seid, dann bringt das von visuell nichts mehr. Also maximal die Hälfte von der ganzen Frame per Second Quelle nehmen. Was ich damit sagen will,
Maximum die Hälfte der gesamten Framerate. Kommen wir nun zum Export, und zwar nur diesen Bereich. Und wir wollen ja hier den Rest des Originals nicht haben. Dann gibt es hier eine Funktion, die nennt sich Zeitachse zur Quelle kopieren. Das dauert ein paar Sekündchen. Und wie ihr sehen könnt, wenn ich dann hier mit dem Cursor hingehe, dann ist auch der Rest hier zu sehen. Das heißt, wir werden das Ende mal hier so weit verschieben, dass wir ungefähr da, genau, richtig, mal gucken, wo das schwarz ist. Wir haben ja eine Lücke. Ja, hier ist das schwarz. Auch hier gibt es zwei wichtige Funktionen für die Exportfunktion. Einmal von Quelle. Damit ist sozusagen hier dieses Vorschaubild gemeint. Und einmal unten von der Timeline, also von der Zeitachse hier unten. Dann würde sozusagen auch der Rest hier gerendert werden. Wir wollen es aber von der Quelle haben. Was nehmen wir denn hier als, ich mache das Ganze mal ein bisschen breiter. Hier gibt es einige Voreinstellungen. Ich mache auf YouTube, dann ändern sich hier auch die Werte. Besser gesagt, diese Werte ändern sich dann. Ich mache wieder ein bisschen zurück hier. Und mache hier 3 Frames Audio. Gott, habe ich so aufgenommen, aber hier ist mir die Audiorate zu hoch. Dann gehe ich mal auf 192 Kilobit. Und dann exportiere ich, indem ich hier auf diesen Button klicke. Aber vorher lösche ich mal lieber sicherheitshalber mal hier die beiden Informationen. Dann gehen wir auf unseren Ordner. Gehe auf Speichern. Gucken wir hier, was gleich passiert. Das kann auch wieder ein paar Sekündchen dauern. Hier ist eine prozentuale Angabe und gleich wird hier eine Zeit dort angezeigt. Die muss aber bei längeren Projekten nicht die richtige, wirkliche Zeit sein. Das ist immer nur ein ungefährer Wert. Das nun mal zur Information. Gucken wir uns das mal an. Zwar gehe ich hier auf meinem, hier, ne? Den habe ich links von mir liegen, auf meinem Monitor, mein Filmchen an. Den kann ich hier übrigens hier reinschieben. Und so sah das im Endeffekt aus. Doch das gefällt mir noch nicht so ganz, weil ich möchte ganz gerne am Anfang ein bisschen einblenden und am Ende ein bisschen ausblenden. Da möchte ich ganz gerne einen Blendfilter haben. Ja, wie mache ich denn das? Weil ich habe hier ganz viele, viele Stückchen und da kann ich nicht diese Ausblendgeschichten hier nehmen, wie zum Beispiel hier einblenden oder am Ende ausblenden. Das ist klar, das geht ja nicht. Also bedienen wir uns eines Trickes. Wir machen eine neue Spur. Dann gehen wir auf andere öffnen, sagen Farbe und wir nehmen keine transparente Farbe, sondern eine richtige Farbe und zwar die Farbe Schwarz, die uns hier schon mal vorliegt. Sagen okay, okidoki und die ist jetzt auch hier drinne. Ah hier, da geht's drinne. Und gucken mal, wie viel Zeit wir haben. Aha, 10 Sekunden. Das reicht erstmal. Dann müssen wir mal eben hier diesen Schalter ausschalten. Und jetzt werden wir das in die obere Spur einfügen. Oh, das ist sehr viel geworden. Und die untere Spur blieb ja, weil wir hier diesen Button deaktiviert haben. Und dann gehen wir hier auf die letzte Position des kleinen Clips, machen einen Rechtsklick, an Abspielposition trennen und mit Entfernen, Taste Entfernen, können wir das hier auch entfernen. Jetzt haben wir natürlich hier alles schwarz. Logisch. Kommen wir zu einer weiteren Funktion und zwar die Schlüsselbilder oder auch Keyframing genannt. Das finden wir hier. Wir klicken den betreffenden Clip an, gehen auf Schlüsselbilder und sehen hier noch nichts. Klar, kein Wunder, weil wir brauchen erstmal einen Filter. Und zwar einen ganz speziellen Filter und zwar den Deckkraftfilter. Der ist bei meinen Favoriten, habe ich das an mit einem Sternchen anmarkiert. Falls ihr den nicht habt unter Favoriten, dann könnt ihr unter Video, unter dem Videoreiter gucken, hier Deckkraft da in Favoriten zuzufügen. Jawohl, jetzt haben wir den Deckkraftfilter.
Und wir sehen hier einen Pegel. Den werde ich jetzt mal ein bisschen runterziehen und dann seht ihr, aha, jetzt kommt die zweite Spur, beziehungsweise die V1-Spur, die unterste, zum Vorschein. Rechts daneben seht ihr hier die Symbole. Wenn ich hier eine Deckkraft zum Beispiel 42% annehme und ich möchte das nicht, dann drücke ich hier drauf, dann wird hier wieder auf die Standardeinstellung zurückgegangen. Dann haben wir hier ein Symbol Schlüsselbilder für diesen Parameter verwenden. Da klicke ich dann drauf und dann macht sich hier der Schlüsselbilderreiter auf. Und ich sehe, an dieser Stelle hat er schon mal ein Schlüsselbild gemacht. Will ich gar nicht. Kein Problem. Entweder doppelklicken, dann ist er weg. Und hier oben in dieser Zeile ist der Sprung vom Anfang des Schlüsselbild-Tracks und das Ende anzuklicken. Hier unten passiert noch nichts, weil ich habe noch keine Schlüsselbilder gesetzt. Die werde ich jetzt setzen. Und zwar, wenn dieses aktiviert ist, dann sollte ich hier mit dem Regler umregeln, entsteht unten schon mal links unten ein roter Punkt. Das ist dieser hier. Dann sage ich mal, gehe ich mal auf 25 Frames und regle runter. Entsteht unten auch wieder ein Punkt. Und somit haben wir zwei Keyframes gesetzt. Ich gehe nochmal ganz zurück. Also nochmal die Funktion zu diesen beiden Punkten. Das ist immer der Sprung zum nächsten Keyframe. Und am Ende machen wir das auch. Dann springen wir mal zum Ende des Clips. Und wir sagen, ach, weißt du was, 0,4, also eine Sekunde weniger. Setzen dann wieder das Blending ein. Und am Ende des Clips sollte natürlich auch wieder 100% stehen. Na, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar, wenn ich nochmal zurückgehe zu diesem Keyframe hier, zu diesem hier, dann steht es ja noch auf 100%. Dann würde das über diesen Bereich natürlich ganz langsam ausfaden. Deswegen müssen wir hier natürlich wieder auf 0 setzen. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir machen hier mal einen Sprung. Einblenden. Ich springe jetzt vor, sonst wird es zappelig. Und dann, also das meine ich mit zappelig, dann seht ihr, dass hier das Blending so langsam runtergeht oder hochgeht, besser gesagt. Also das Black eingeblendet wird. Wir schalten um auf die Zeitachse und wir werden wieder ein Vorschaufilmchen generieren, indem wir wieder sagen, Zeitachse zu Quelle kopieren. Und wir werden das Ganze noch in den Bereich eingrenzen, wo wir es in der Vorschau haben möchten. Ah, hier ist das Black schon. So, hier fadet sich's aus. Dann können wir wieder sagen, exportieren. Erweitert, das lassen wir mal so. Ja. Nur halt eben, um zu gucken, ob das Ganze wunderbar funktioniert. Reverse Bounce, das war unser erster. Sagen wir Reverse Bounce Fade. Dann passiert hier rechts in den Aufträgen was. Ich hole mir die fertig gerenderte Datei wieder hier in mein Vorschaufenster und gucke mir das Ganze an. Und so sieht das doch einigermaßen angenehm aus. Ja, das war es wieder von meiner Seite, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen, hinterlasst einen Kommentar. Ich sage Tschüss, euer David von Scouten. Macht's gut, ich gehe jetzt da lang weiter. Ciao.